Folge 14, Age of Wonders 3. Nick und ich stehen vor den Toren der blauen Hauptstadt. Schnaga steht auch da, der gegnerische Fürst. Genau. Und jetzt machen wir den kaputt. Genau, so. Also ich würde dann meine Einheit. Wie weit kann ich ziehen? Achso, wir wollen von oben angreifen. Erstmal die kleine Einheit, okay. Ja, dachte ich Ja. jetzt. Schnager So. angreifen. Du Und wir haben hast die Ehre. beschlossen, wir wollen das mal manuell machen. Ja, Ne? unbedingt. Den plätten wir jetzt mal so richtig mit unseren fetten Mega-Einheiten, die wir da überall drin haben. Ja. Ich hoffe nur, es ruckelt jetzt nicht allzu stark. Ich sehe das ja gar nicht. Bei mir ruckelt es natürlich nicht. Aber du hast ja die Aufnahme an. Oh, sieht doch ganz gut aus. Ja, wir müssen in die Stadt noch rein. Na, verdammt. Irgendwas ist immer. Ich würde jetzt lachen, wenn wir das verlieren, nur weil wir es manuell machen. So. Genau das wird passieren. Gustav ist Also gut, dran. können wir parallel ziehen? Nee, ne? Nee, Also ich leider muss. nicht. Okay, ich muss mal gucken, was kann ich denn? Die Eberreiter können Pistolen abfeuern. Ansonsten haben sie halt einen Nahkampfangriff und der ist nicht so doll. Davon habe ich zwei dabei. Dann Cool, habe ich hier noch mein. so einen kleinen Schürfer. Der kann Maschinen sabotieren oder Wälle zerstören. Oh, Das ist sehr das ist gut. jetzt natürlich praktisch. Ich Gut, habe dass auch ich so was, einen um dabei Wälle zu habe. zerstören, glaube ich. Hier, genau, ich kann Sabotage mit meinem Helden machen. Genau, das kann mein Schürfer. So, und mein Held kann, was kann der? Mit dem kann ich Maschinen reparieren, auch Sabotage machen, eine Muskete abfeuern, eine Pistole abfeuern, einen Nahkampfangriff und Zauber wirken. Da geht ja Kann man, einiges. ja, ich kann mal kurz gucken, was ich für Zauber habe. Boah, jede Menge. Oh, ich kann kaputte Maschinen wieder reparieren, Sachen schützen, Schaden machen, Überlastung. Ja, eine ganze Menge. Verrückt. Ich könnte bei einer Verteidigung mit ihrem Zauber sogar Welle erneuern. Nicht schlecht, ne? Okay. Dann laufe Brauchen ich wir jetzt einfach nicht. mal ran. Wie groß ist die Reichweite von denen? Nicht, dass ich jetzt direkt in deren Reichweite reinlaufe schon. Also so Aber war der nicht vielleicht. zuerst dran? Also müsste nicht nach dir erstmal ich dran sein? Also Genau, du insofern. müsstest dann dran sein, Ja. denke ich. Aber. So, ich werde mal meine Oger vorne positionieren und die Reiter dahinter. Und. Deine Golems, meinst du? Ja, entschuldige. Ich war gerade selbst verwirrt. Was hast du denn für Oger? Wo ist denn jetzt hier Shrek? So vielleicht. Bisschen gebündelt. Und. Dann habe ich erstmal nichts vor. Ja, Gut, man dann sieht auch, bin die ich. Stadt ist auch wirklich sehr lustig, ne? Überall diese kleinen Holzhütten aus den Sandhügeln. Ja, es ist halt so eine Insektenstadt, ja. Ja. So, jetzt kann ich da nichts mehr machen. Dann stelle ich da jetzt aber auch mal meine Leute noch nach vorne. Meine dicken Einheiten. Ach, das ist auch deine Armee mit deinen Riesen. Das ist natürlich praktisch. Ja, der eine, der Steinriese, kann sogar Steine schleudern und damit Wälle zerstören und so. Oh, das ist cool. Auch ganz gut. Beziehungsweise eben einfach nur Schaden machen. So, der Hochelfen-Assassine, er kann halt einen Assassinenangriff, dazu muss ich, der ist saustark. 21 plus 12 Giftschaden. Dazu muss ich aber natürlich leider irgendwo in die Nähe kommen von jemandem. So, und jetzt hier auf der anderen Seite habe ich jetzt nicht so starke Einheiten drin. Nur hinten einen Oger. Da habe ich nämlich einen Oger mal. Echten Oger. Einen richtigen, Kein genau. Pseudo-Oger. Kein Golem, der sich nur verkleidet hat. So, und da ziehe ich jetzt einfach mal alles ein bisschen näher, aber so richtig. Effektiv ist es jetzt noch nicht. Naja, das sind halt alles nur so kleine Einheiten. Das ist ja mehr so eine Unterstützungsarmee. Ja. Okay. Gut, dann kann ich auch nichts mehr machen. Dann warten wir mal ihren Angriff ab. Aber Schnager hat ja da an sich auch nur vier Einheiten. Kann also gar nicht so viel machen. Ja, 12. Pfl. Pfl? Dachte, ich stelle halt meine relativ starken Einheiten nach vorne, dass sie da so ein bisschen tanken und ein Ja, genau, bisschen das habe das ich ja Feuer auch auf sie ziehen. gemacht. Ach, das können ja gar Drei nichts. Das ist Schaden bei meinem Golem. doch ein Witz, ist das doch. Mach den jetzt gleich das Tor kaputt, dann renne ich rein und dann gibt's Hauer. Hackfleisch. Ja. Aber richtig. Und beide was mit H gesagt, kannst mal sehen. Aber du denkst an Haue, ich denke an Hackfleisch. Wir sind ganz offensichtlich leicht unterschiedlich.
Ja, aber Ja, ganz so, leicht nur. genau. Aber es sind ja doch ein paar mehr Einheiten. Also es sind auch die aus der Stadt noch, oder? Ja. Kann das sein? Ne, das sind alle. Also wir Dann haben greifen wir auch es ja direkt die Stadt an, wenigstens. das würde sonst keinen Sinn machen. Ja, genau. Ach, schön. So. Okay, komme ich mit den Einheiten? Nee, muss ich weiter ran. Aber mit meinem Helden könnte ich das jetzt. Den Walmer angreifen oder so? Ja, aber ich weiß nicht, wie viel Leben hat denn diese nicht Steinmauer? Ach, 100. Dann lohnt es auch nicht, jetzt 40 Schaden da dran zu machen, ne? Müssten wir uns vielleicht auf eine konzentrieren. Genau. Aber dann Du würde ich die vielleicht jetzt so ein auch noch bisschen nicht. in meine Richtung ziehst, ich mehr so in deine und dann, dass wir uns da in der Mitte irgendwo treffen. Ja. Können wir vielleicht in einer Runde sogar. Also mein Steingolem macht 32 bis 48 Schaden an der Mauer. Mein Held Ja. sicherlich in etwa das gleiche wie du, bei die gleiche Fähigkeit. Auch 40 Schaden. Na, ich kann halt meine kleine Einheit dranziehen, noch auf den an die vordere Spitze, da wo der Held draufsteht, wo der Anmutige draufsteht. Na gut, da komme ich natürlich nicht hin. Na, ich meine, Ich find, na, da ja. müsstest du doch hinkommen, oder? Wo Schnale der Ja. Anmutige draufsteht? Ja, aber Also sind die dann nicht in so der weit weg? nächsten Runde? Ach so, da, ach so, die Spitze, mal. Ich dachte den rechts, ich Ja. habe nur den rechts gesehen. Da Ja, könnte ich da komme dann ich hin. nächste Runde erst da sein, aber. Ja, da müsste ich aber, also da kann ich auf jeden Fall ganz gut Schaden machen an der Mauer. Nächste Runde Na. schon. Das kriegen wir hin. Schade, dass die anderen Riesen das nicht machen können mit dem Steine schmeißen. Ich weiß auch nicht, wie viel Schaden die Nahkampf dran machen könnten. Ich kann auch schon mal einen Schaden machen. Wow, das hat sich gelohnt. Aber er hat ja noch 50, also das geht sogar relativ schnell. Ja. Und dann laufe ich jetzt aber auch mal auf die Lücke dann zu, die dann gleich nächste Runde entsteht. Ja. Cool. Oder? Und dann bin ich durch. Sehr schön, dann ziehe ich jetzt auch alles dahin, schmeiß da jetzt hier diesen Stein. Wirf Oh, 33 33, Schaden. das hat sich gelohnt. Immerhin. Jetzt So. seine Fähigkeit sind nochmal 40. Genau. Mal gucken, dass ich da machen kann. So. Rechtsklick. Nicht vergessen. Ja, so. Genau, nochmal 39, na immerhin. 39. Wird nicht mehr viel. 28, ja. Kann ich aber auch ganz gut. Mit Aber dem hier noch Riesen so. einfach raufhauen. Genau. Ah, schade, 19. 19. Ah, Ach, nochmal, sehr wieso? gut. Passt. Passt Kaputt. doch. Können wir da jetzt hochlaufen, oder was? Da müsste man jetzt hochlaufen können. Kann ja mal gucken mit dem anderen Riesen. Vermutlich kommst du Ja, jetzt der an den kommt beiden nicht. Einheiten nicht vorbei. Ja, er kommt nicht weit genug. Aber ist egal. Dann steche ich ihn auch noch nach vorne. Dann zieht er so ein bisschen was Genau. auf sich. Ach, guck mal, mit dem kann ich. Mit dem Bogenschützen müsste ich den doch jetzt eigentlich. Ah, der Assassine ist das ja. Quatsch. Dann mache ich den jetzt. Oh, sehr cool. Das hat doch schon ganz gut Schaden gemacht. Ja. Hat er nur noch die Hälfte. So, dann ziehe ich jetzt einfach meine anderen Einheiten hier alle noch. Genau, vielleicht solltest du noch ein anderes Mauerstück vielleicht angreifen noch. Boah, kann ich Also machen. daneben, dass man da ein bisschen breiter, weil jetzt kommen wir wirklich nur über einen Fahrdamm hoch. Das wird ein bisschen dauern, ehe wir dann oben sind. Ich laufe jetzt einfach mal mit meinen Einheiten von hier rechts da Noch rüber, genau. noch rüber. Die können jetzt ja, die kommen ja nicht so weit. Müssen wir ja nächste Runde machen. Aber mit meinen ganzen Riesen kriege ich Horn ja relativ schnell kaputt. Ja. Plus unsere Fähigkeiten da. Du hast da hinten im Wald übrigens auch noch eine Einheit vergessen, ne? Ganz links. Was? Ah, die habe ich wirklich nicht gesehen. Verrückt. Vielen Dank. Macht da den Zaun kaputt, ihr Deppen. Dann ist der nicht Ne. mehr im Weg. So, das Ne. hat sich gelohnt. Gut, dann habe ich das. Können die irgendwo? Nee, okay. Runde Ben. Schnagel ist dran. So, mal gucken, was er jetzt macht. Au. Ja, das wird jetzt deiner vermutlich Au. rösten. Ach Quatsch. Ja, Jetzt dann kommt geht's der halt auf die Dino. Assassinen. So teuer sind die nicht. Ja. Kostet, glaube ich, 100 oder so. Ja, Ja, mein das geht Gott. ja. Ist ja auch nur so eine Stufe 2 Einheit, so. Oh, verführt! Aber Nein! widerstanden.
Widerstanden, sehr gut. Aber das Geräusch war gut. Ja. Aha. Aha. So. Ah, auf meinen Helden. Okay, mit den Einheiten verteidigt er sich nur. Kann er Die haben. machen nichts. Wie er möchte. Mit dem Teil da, oder verstärkt das aber total, ne? Also da stehen jetzt all seine Einheiten gebündelt. Egal, hauen wir einfach ebenso gebündelt drauf. Ja. Ja, So, auf jetzt jeden bin ich dran. Fall. Greifst du Dann jetzt kann noch das ich. Mauerstück daneben an, oder? Ja. Ach so, das hätte ich jetzt auch machen können. Ja, habe Nee, ich ist jetzt nicht nicht dran so gedacht. wild. Wir können doch Ich erstmal dachte, da jetzt ist vorne. sowieso egal. Können auch erstmal den dummen Succubus kaputt machen da vorne. Ich Ja. meine, der ist nächste Runde eh tot, also ist nicht. Meinen ganzen Einheiten hier stehen. Ja. Hauen drei Riesen drauf. Ja, halb runter sind sie schon. Kommst du noch mit irgendwas ran? Ich komme vielleicht, jetzt mache ich erstmal das Mauerstück noch. Sehr gut. Ich gucke, ob ich die Muskete auf den abfeuern kann. Ah, dafür muss ich noch ein. Wie fährt der noch? 27. 27. Na, wenn ich rankomme und nicht diese doofen Viecher stören, müsste ich das eigentlich 25 bis 27, 13 bis 19. Na gut, dann nehme ich halt die Muskete, ist egal. Ach, falscher Klick. Wie üblich. Rechtsklick nicht. Rechtsklick. Oh So. Mann, jetzt hat er nichts mehr. Was, immer noch ein? Scheiße. Ja. Zwei Lebenspunkte hat er noch. Ich hab noch was. Ja, schön. Ich habe ja meine ganzen Reiter alle mit Pistolen ausgestattet. Dann können die wenigstens ein bisschen Schaden machen. Das ist ganz gut. Ja. Weiß nur nicht, Schön, wie oft sie schön, die schön. einsetzen können. So, Ja, ne? habe ich Einmal reicht noch. ja. Ah, zaubern kann ich jetzt nicht, stimmt, weil ich habe ja meinen Helden schon bewegt. Gut. Gut, Dann beende ich die Schnager. Runde. Dann kann ich ja jetzt auch Schnager einfach umbringen, oder? Ja, klar. Wenn man jetzt hier im Weg steht. Nur die Frage, ich habe so viele Attackmöglichkeiten. Was nehme ich denn? Assassinenangriff vielleicht? Nehme ich doch Assassinenangriff. Tschüss, Schnager. Ja, sehr gut. Dann haben wir das erledigt. So, dann Jetzt mache ich kommst du mit den. vermutlich nur nicht rauf, ne? Nee, dann mache ich mit den Riesen jetzt hier weiter die Mauer kaputt. Genau. Und die Frage, dann laufe ich mit dem jetzt hier rüber. Ach toll, jetzt kann ich das Ziel nicht erreichen. Ach, ist doch scheiße. Ich kann mit den Riesen leider nur die Mauer auf der Seite hier kaputt machen. Ja, da war ich ja auf der anderen Mauer davor stehen, ne? Ja. Ja, Dann habe ich kriege schon ich trotzdem, vermutet. glaube ich, relativ gut Ja, kaputt. in 2 Runden müsste dann auch kaputt sein. Ha, diese Mauer, die kann doch nichts. Ja. Schwächliche Mauer. So, dann habe ich hier noch Bogenschützen. Langbogenschützen. Können die irgendwas treffen? Natürlich nicht. Na. Wäre ja auch zu einfach gewesen. So, die Krähen können hier hochfliegen. Können mal so ein bisschen ärgern. Ärger Das sind machen, ja auch ja. nur so beschworene Einheiten. Das stört mich jetzt Ja, nicht, oh, wenn die sterben. Flankenangriff. Aber hier Sieben, ne? verteidigt. Das ist eigentlich ziemlich cool, wenn man so eine Einheit von der Seite angreift, wo sie einen nicht so richtig sieht. Hm. Dann machen die mal ordentlich Schaden. So ist es. So, dann ziehe ich den Rest hier auch nur noch ran. Können die jetzt Da noch kannst du auch angreifen? Ich habe versuchen, ja mit hier dem noch. Tor dann das Tor anzugreifen dort. Ja, kann ich auch machen. So, die können auch nicht mehr viel weiterlaufen. Okay, na gut, dann habe ich jetzt wieder alles gezogen, glaube ich. Der Riese kommt nirgendwo mehr hin. Dann ziehe ich den noch hier rum. So. Kann der Ja. nächste Runde da noch mit drauf kloppen. Genau. Und dann, wo ist das wieder? Guck mal, was er jetzt macht. Naja, sein Held ist erstmal tot. Da kann er nicht mehr so viel Ja, machen. er fällt auf. Ja, aber das macht ja nicht so groß Schaden. Ja. Aufpassen muss man trotzdem. Na gut, Stimmt. es ist der Held, der sich wiederbelebt, also. Ja. Was für. Aber ärgerlich wär's trotzdem. Das stimmt.
Mussten ja auch erstmal wieder ranziehen dann nach den paar Runden. Jetzt kommt er da mit diesen Einzeleinheiten rausgetröpfelt, der Depp. Als ob das ihm was bringt. Ja. Also. Also ich werde meinen Held jetzt auch dann zurückziehen, ne? Also wenn ich, wenn er überlebt. Ah, ich glaube, ich kann ihn jetzt gar nicht mehr zurückziehen. Ah. Blöden Vögel abgestochen. Ja, jetzt kommt er aber schön raus. Wir müssen gar nicht mehr rein in die Basis, in die Stadt. Ja. Alles raus. So. Dann Machst du kann ich hier jetzt? auf jeden Fall mal die Also die mit meinem Unantastbaren Schirler kannst werde du ich töten die und Grimmschnäbelkrähen werde ich mal töten. Grimmschnabelkrähen. Tatsächlich. Die gleichen, die ich auch habe. Deswegen muss ich den jetzt schon ein paar Mal lesen, den Namen. Okay, ja, die sind schon mal tot. Genau, dann kann ich nämlich Sind... mal mit meinem Held hier so ein bisschen hinter die so ein bisschen fliehen. Dich zurückziehen, da, das ist Genau. gut, hinter die Steine. Genau, Ist und ja nicht mehr zaubern kann ganz ich so. immer noch. Und einfach, weil ich es kann, weil ich es lustig finde, was zaubern war. Das ist stärkste, ich habe Steinigung. 24 Schaden oder Feuerball 10 und 12. Ah, das kostet weniger, dann kann ich auch Feuerball werfen. Wohin werfen wir den? Ja, direkt oben auf den. Den Helden da oder was? Ja. Ja. Das ist Auf jetzt nicht so Echo. wahnsinnig mächtig, aber immerhin, ne? Nö, geht. So. Dann kann ich hier die hier mal töten. Sind wir die auch los? Genau, mit den Ogern laufe ich jetzt mal auf die Eberreiter rauf. Du meinst mit den Golems? Ja. Das hatten wir doch schon mal. Und leben aber noch. Ja klar, Leben, das hatte ich jetzt nicht ändern Naja, können, aber. können meine Ogre ja nächste Runde finishen. Die stehen ja direkt daneben. Genau. Mit den Falls anderen du das jetzt nicht klicke ich machst. nochmal die Ah. Steinmauer. Ja, nee, das lohnt sich nicht. Also das kannst du machen. Dann haben wir hier noch einen Aufgang mehr rauf. Na, noch nicht ganz. Nee, reicht noch nicht. Auf beiden Seiten kriegen wir es erst nächste Runde hin. Wie viel Schaden mache ich? 13. Ah, verdammt mich. Nee, komme ich nicht ran. Okay, dann müsstest du ja auch durch sein. Ja, ich habe noch einen, mit dem ich mit einer Pistole schießen kann. Das bringt jetzt nicht so richtig viel, aber man muss es ja nicht verschenken, ne? Egal. Auf die Krähen dann oder was? Nee, auf den Oder Helden auf um. den oben? Okay. Zwei, Wahnsinn, Nick. Na, kann ich Beeindruckend. nochmal zaubern? Nee, ne? Nee. Ein Zauber pro Runde ist die Regel. So ist es leider. Gut, ach Mist, meine Heldin kann nicht nochmal den Assassinenangriff machen. Das ist natürlich schade. Hätte ich gut gefunden. Zauber. Ja, oder sie greift einfach Nahkampf an. 10 bis 16 plus 3 Giftschaden mal 3. Dann geht Also. sie jetzt einfach direkt auf den. Und tschüss. Hat sie schon zwei Helden ermordet. Ja, und steht jetzt voll im Weg. Ja, das kann mal passieren. Sollte aber nicht, mein Lieber, sollte aber nicht. Egal. Dann ist die Mauer kaputt und bringt uns trotzdem nichts. Ja, meine Güte, nächste Runde. Können wir hier das Tor noch versuchen, dann kaputt zu machen? Erstmal Ja. machen wir die Typen tot. Och, leben die jetzt immer noch? Das gibt's doch nicht, ey. Drei Lebenspunkte. Da kommt, da ist doch ein Ja. Fernkämpfer hier, Klar, habe ich da der die Fernkämpfer. noch schnell ausschaltet. Alles da. Alles da. Tschüss. So, dann mache ich hier noch die Dann. Krähen tot. Genau. Dann haben wir die nicht mehr im Rücken. Ja, und dann ist ja auch von ihm wirklich nicht mehr viel übrig, ne? Ja. Da hat er nicht mehr viel. Dahin kannst du noch mit einem Ogertrupp die Krähen besiegen.
Wahnsinnsangriff. Mit einem Riesen schlage ich hier noch die Krähen kaputt. Ja, und wie die wegfliegen. Das ist Noch echt durch süß, meine ja. Einheiten durch. Geil. Dann mache ich hier einfach noch die nächste Steinmauer gleich kaputt. Du hättest auch einfach die Einheiten hier töten können. Ach, die sind nicht wichtig. Die machen jetzt ja auch keinen Schaden mehr. Ja. Habe ich hier noch irgendwas nicht bewegt? Die habe ich noch nicht bewegt. Kann mit denen aber auch nicht mehr so viel machen. Okay, gut, dann bist du dran. Na, erstmal der Feind. Ach ja, Was stimmt. macht er? Nichts Sinnvolles. Geiststrahl. Meine Oger Ja, angreifen. na gut. Aber die haben so viele Lebenspunkte. Da passiert Puh. nichts. Oh. Oh. Nein! Ah. Nicht die Stufe 3 Oger. Bisschen schade drum. Ja, ist nicht so wild, dass der kam ja aus demselben Dorf da wie diese Riesen. Jetzt kann ich da ja die Riesen Ja. bauen, also ist es nicht so wild. Das war die Vorstufe zu den Riesen sozusagen. Oh, die sind ganz schön mächtig. Also wenn ich den jetzt angreife, dann mache ich 3x 6 bis 10 Schaden und werde aber selber zweimal mit 16 bis 22 Schaden zurück. Das sind diese Schattenpirscher, die kann ich ja Ja. mittlerweile auch bauen. Die sind Stufe 3 oder so. Auch relativ ordentlich. Aber wenn ich von hinten, wenn ich jetzt eins vorwärts laufe, dann müsste ich doch eigentlich Flankenangriff kriegen, ne? Flankenangriff kriegen. Ja, 3x 6 bis 10, ohne dass er sich wehren kann. Was? Autsch. Jetzt hat er sich doch einmal gewehrt. Und nochmal. Scheiße. Ja, das war nicht der Plan gewesen. Nee. Gar nicht gut. Aber jetzt müsstest du doch ihm mit den Zwergen-Eberreitern in den Rücken fallen können, eigentlich, oder? Kommst du da ran? Na, da stehen deine Einheiten im Weg, den kann Oh, ich auch nicht. das. Auch nicht so von der Seite. Ja, ich kann einen Fernkampf noch wirken, aber so richtig geil ist es trotzdem nicht. Außerdem sind die halt auch ein ganzes Stück schlechter, ne? Ja, klar. Na gut, aber nächste Runde ist er dran. Ja. So, was habe ich hier noch? Ich kann hier noch. Ja, das lohnt sich jetzt auch alles nicht so wahnsinnig. Die Nicht nächste den Runde haben wir ihn Eberreitern. besiegt, also. Genau. Er hat ja nur noch 3 Einheiten. Wenn ich jetzt dran bin, Ja. sind die alle tot. Maximal der Königsschrecken hat noch ein bisschen. Lebt noch, bis du wieder dran bist. Ja. So, jetzt nochmal hier noch ein bisschen mehr schauen. Es wäre jetzt albern, wenn wir das jetzt verschwenden. Können wir hier die Steinmauer noch angreifen? Das ist die auch kaputt. Kaputt. Und dann habe ich, glaube ich, alles. Ah, ich kann auch einen Zauber wirken. Ja, dann kannst du den auf den Königsschrecken vielleicht irgendeinen, der Schaden macht, irgendeinen Zauber? Auf den oben, auf den Der da oben Reiter oder steht, wie? naja, weil Ja. dann sind wir nächst, wenn ich jetzt dran bin, sind wir fertig. Ah, ich habe auf die falsche Ach, Taste. du hast auf. Egal. Sorry. Egal. Ich habe daneben geklickt. Egal. Egal. So, weil ich kann dem ja nur so. Mal gucken, ob ich den kriege. Ja. Aber jetzt kannst du ja vielleicht noch mit dem Golem hochlaufen. Mal gucken, ob ich so weit komme. Ja, komme ich mit dem Feuer, Typsi. Ja, sehr gut. Tschüss. Und weg. Tschüss. So, So, dann jetzt müssen wir unten nämlich noch in den noch. Rücken fallen, dem Schattenpirscher. Erstmal mache ich den hier noch tot. So. Genau. Und der Schattenpirscher ist auch dran. Dem müsstest du ja auch wirklich jetzt im Rücken fallen können, Nope. oder? Ah. Nicht so richtig. Ich glaube, den Kacke. kann man nicht in den Rücken fallen. Wahrscheinlich lässt er sich nicht so Aber du leicht hast jetzt noch zwei überrumpeln. Bogenschützen, das solltest du ja hinkriegen. Fünf Ich Lebenspunkte. denke auch. Ich schieße mal mit dem ersten. Ja, Und da das war's war's. das. Sogar noch Jawohl! aufgestiegen. Geschafft! Den Blauen besiegt. Und hat auch gar nicht so viele Opfer gefordert. Nee. Nur 3 bei mir. Oh, bei dir gar keinen. Hast du ein Glück. Ja, und? Und eine Stadt erobert. Schön. Jawohl. Ich habe mir jetzt einfach mal genommen, Ja, Nick, klar. Kein ne? Problem. Lass dich nicht stören. So.
Gut, bevor wir hier Gut, weitermachen, dann würde ich Folge sagen, können wir die, beendet. genau, wollte ich auch gerade sagen. Die totale Also, Actionfolge. Bis genau, dann. macht's gut.